Gingy war brav zu Ryos Füßen liegen geblieben und hatte sich nicht einen Millimeter gerührt, während der unter Stottern versuchte, Sasori zu erklären, was hier überhaupt vor sich ging. Der Akasuna hatte ihn die ganze Zeit über nur angesehen und nicht ein Wort zu all dem gesagt, was Ryo ihm da berichtete. Als der Kleine geendet hatte, lehnte er sich ein wenig zurück und sah ihn an. »Und das soll ich dir nun glauben, ja?« meinte er und zog eine Augenbraue hoch. Ryo schob die Unterlippe vor und seine Augenbrauen zogen sich zusammen. »Willst du etwa sagen, ich lüge, oder wie?« Mit diesen Worten stach der Akasuna immer wieder Messer in Ryos Brust. Er ahnte ja nicht einmal, wie sehr sich Shinji darüber freute. So erhöhten sich die Chancen von Shinji, doch noch an Ryo ranzukommen. Ob er das wollte? Darüber war sich Shinji noch nicht so ganz sicher und er wollte sich auch keine Gedanken darüber machen. Doch als er zu Ryo hochsah und die Schmerzen in seinem Blick erkannte, bekam er ein schlechtes Gewissen. Aus dem Grund verwandelte er sich in einen Menschen zurück, vor Sasoris erstaunten Augen. »So, jetzt hör mir mal zu, du Pumuckl. Wenn du noch einmal so mit Ryo redest, dann bekommen wir beide ganz gehörigen Ärger miteinander. Du kannst ihm das ruhig glauben. Wie du nämlich gerade siehst, hat er dir die Wahrheit erzählt.« Sasori starrte den Blonden für einen Moment sprachlos an. Dann räusperte er sich ein wenig und funkelte ihn wütend an. »Sieht ganz so aus und... ja...« »Droh mir gefälligst nicht. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst.« Schnaubend verschränkte Shinji die Arme vor der Brust. »Meinst du, damit machst du mir Angst? Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Mit einem Typen wie dir nehme ich es locker auf.« Mit einem leisen Knurren stand Sasori auf, als Deidara mit einem Mal wieder ins Zimmer kam. Perplex starrte er Shinji an und wurde auf einmal hochrot um die Nase. Eigentlich hatte ihm Sasori gerade eins auf die Schnauze geben wollen. Doch dass Deidara mit einem Mal aufgetaucht war, hielt ihn gerade noch davon ab. Ryo hatte sich an Shinji gehängt und sah ebenfalls zu Deidara. Für einen Moment lang hatte Ryo wirklich Angst gehabt, wie die beiden würden sich in die Wolle bekommen. Und er hatte keine Lust, dass die beiden sich da prügelten. Und noch wegen so einer Banalität. »Was machst du denn hier?« stotterte Deidara und hatte sich ein Handtuch um die Hüfte geschlungen. Immerhin kam er gerade aus der Dusche. Shinji sah ihn an und musterte ihn ein wenig. »Was machst du hier im Handtuch?« fragte Shinji knapp und sah dann zu Ryo. Der zupfte nämlich an seinem Shirt und sah ihn flehend in die Augen. »Bitte, mach hier keinen Ärger, ja, Shinji? Ich will keinen Stress bekommen.« Deidara wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte, denn er stand ja immer noch in Handtuch da und war knallrot. Dabei starrte er Shinji perplex an und dieser verdrehte gerade ein wenig die Augen. Doch dann stahl sich ein Lächeln auf seine Lippen und er wandte sich wieder an Deidara. »Na, dann würde ich doch mal sagen, wir beide sind quitt, meinst du nicht auch? Du hast mich beim Baden beobachtet und jetzt stehst du nur in Handtuch vor mir. Das nenne ich nur fair.« Er wartete die Antwort des Blonden überhaupt nicht ab, sondern wandte sich Sasori zu, der schon nervös mit dem Fuß herumtribbelte. »Und wir beide sprechen uns noch, das verspreche ich dir.« Ryo konnte nur hilflos zusehen, wie Shinji aus dem Zimmer verschwand und sie alle drei stehen ließ. Entschuldigend sah er zu Sasori, doch der war mittlerweile schon längst auf 180 und wäre Shinji am liebsten hinterhergelaufen, um ihm mal die Meinung zu sagen. Deidara war einfach nur rot im Gesicht, weil er überhaupt nicht wusste, was das alles zu bedeuten hatte und was er davon halten sollte. Da war er nur noch im Handtuch und mit einem Mal stand dieser Typ aus dem Wald vor ihm, den er halbnackt beobachtet hatte und sah ihn selbst nun. Mein Gott, was war das für eine verwirrende Situation. Dagegen wäre Sasori wirklich am liebsten hinter Shinji hergelaufen, um ihm die Schnauze zu polieren. Schnaubend sah er Ryo an. »Ich sag dir, wenn dein Ex hier noch einmal auftaucht, dann gerate ich aber ganz schön mit dem aneinander. Dann bekommt der was von mir zu hören und zu spüren, das verspreche ich dir.« Auch Sasori rauschte aus dem Zimmer und Ryo seufzte ein wenig. »Diese Dickköpfe«, nuschelte er leise, und Deidara sah ihn fragend an. »Dieser blonde Typ da, kennst du den?« Jetzt wurde auch Ryo misstrauisch und er sah Deidara fragend an. »Ja, warum? Und was hatte das überhaupt zu bedeuten, dass du ihn beim Baden beobachtet hast?« Sofort wurde Deidara wieder hochrot und er räusperte sich etwas. »Naja, das war Zufall. Ich bin im Wald spazieren gegangen und hab da jemanden im Fluss baden sehen. Ich hab ihn halt ein wenig beobachtet, das war alles. Aber er hatte ja noch eine Boxershorts an, also von daher ist das alles doch gar nicht so dramatisch.« »Nicht so«, fing Ryo an, aber hielt dann die Luft an. Schnaubend sah er Deidara an und murmelte dann nur leise »Spanner«. Nun rauschte auch er aus dem Zimmer und grummelte ein wenig vor sich hin.
Er wollte Shinji hinterher und den mal fragen, warum er halbnackt vor irgendwelchen Typen im Wald herumrannte. Deidara wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten war. Aus dem Grund zuckte er auch nur ein wenig mit den Schultern und fing an, sich wieder anzuziehen. Inzwischen hatte Anshu das Glück, Frühstück zu bekommen. Kisame hatte sich im Kühlschrank umgesehen und sogar etwas Essbares gefunden. Für ihn selbst, aber auch für die Wölfin, die neben ihm stand und ihn aus großen Augen ansah. Sie folgte ihm auf Schritt und Tritt, als er den Schinken aus dem Kühlschrank nahm und damit zum Tisch lief. Sie leckte sich über die Nase und sah das große Stück Fleisch hungrig an. Perplex blinzelte Kisame, musste dann aber grinsen. Na, da hat wohl jemand Hunger, was? Anshu sah ihn an und leckte sich erneut über die Nase. Ja, hab ich. Und wenn du nicht mal zusiehst, dann fange ich an dir herumzuknabbern, du Fisch. Doch schon wenige Sekunden später legte sie die Ohren an. War ja jetzt nicht so gemeint, aber ich möchte wirklich gern was zu essen haben. Ich hab Hunger. Kisame bemerkte den flehenden Blick und ein wenig musste er schmunzeln. Dann schnitt er von dem Schinken ein großes Stück ab und legte es ihr vor die Nase. Schnell schnappte sie sich das Stück und verzog sich damit in eine Ecke, wo sie genüsslich anfing, darauf herumzuknabbern. Zetsu störte ihre gemütliche Essaktion allerdings. Er sah die Wölfin grinsend an und näherte sich ihr unbemerkt. »Na, Kleines, ess mal schön und wenn ich dann an dir rumknabbere, kann ich wenigstens ordentlich was von dir runterschmatzen«, flüsterte eine tiefe Stimme. Eine etwas hellere meinte kurz darauf, »Nun sei nicht so gemein, lass sie doch in Ruhe essen.« Weiter kam Setsu aber nicht, denn in diesem Moment wurde Setsu von jemandem in den Nacken gepackt und von Anshu weggezogen. »Lass sie in Ruhe«, schnauzte Pain die Pflanze an und sofort verschwand Setsu wieder. Und während seine eine Seite wütend schimpfte und wilde Flüche von sich gab, versuchte die andere, sich selbst zu beruhigen. Anshu sah zu Pain und legte die Ohren an. »Das war wirklich nett von ihm«, nuschelte sie leise, doch dann drehte sie sich weg. »War ja wohl auch zu erwarten, dass der Kerl mir hilft. Immerhin bin ich eine Dame, da kann er ruhig mal was machen.« Ein wenig knabberte sie an dem Schinken herum und legte dann wieder ihre Ohren an. Auf der anderen Seite hätte das bestimmt nicht jeder gemacht. »Ach, was soll's. Der ist mir doch egal, der Typ. Soll sich bloß nichts drauf einbilden.« Pain saß am Küchentisch und beobachtete die Wölfin misstrauisch. Er wusste noch immer nicht, was er von den Tieren halten sollte oder warum sie hier waren. Tatsache war nur, dass sie sich wohl bei ihm eingenistet hatten und so schnell wurde er sie irgendwie auch nicht wieder los. Und er war viel zu neugierig, ob die Prophezeiungen stimmten. Kisame sah seinen Chef fragend an. »Sag mal, Pain, wo bist du mit deinen Gedanken?« Schnaubend stand der wieder auf und sah Kisame an. »Was geht dich das an? Musst du nicht irgendwas machen? Jag Itachi aus dem Bett oder geh sonst jemandem auf die Nerven, aber lass mich in Ruhe.« Blinzelnd sah Anshu ihm nach, wie er wieder aus der Küche verschwand, ohne auch nur irgendwas gegessen zu haben. Dann wanderte ihr Blick zu Kisame, der wie vom Blitz getroffen dastand. Er seufzte jedoch nur und warf der Wölfin einen Blick zu. »Denk dir nichts dabei. Irgendwie benehmen die sich ja alle so. Manchmal kommt man sich hier vor wie in einem Irrenhaus.« Seufzend machte sich Anshu wieder über ihren Schinken her, denn dass sie sich hier wie in einem Irrenhaus benahmen, war ihr selbst schon aufgefallen. Kohai beobachtete Naruto und Sasuke ein wenig misstrauisch. Die beiden diskutierten nun schon seit einer Viertelstunde über irgendein belangloses Zeug, und das ging ihm irgendwie ein wenig auf die Nerven. Doch dann wurde es am Rand von Konoha auf einmal laut. Sofort machten sich Naruto und Sasuke auf den Weg dorthin, wo der Lärm herkam. Kohai sah Sly und Sei nur kurz an und sofort waren sie sich einig, dass auch sie dorthin mussten. Allerdings hatte Kohai von Anfang an ein schlechtes Gefühl und als sie dann an dem Ort des Geschehens ankamen, bestätigten sich seine Befürchtungen. Es hatte sich eine Menschentraube um ein riesiges Tier gebildet, das in der Einkaufsstraße schon mehrere Stände umgerissen hatte. Als Kohai das Tier erkannte, wurde ihm ein wenig anders, denn es war der Wolf, der Shinji und ihm neulich schon im Wald begegnet war. Er wurde blass und schob Sly und Sei hinter sich. Die beiden sahen ihn fragend an und Kohai flüsterte leise. »Das ist der Wolf, von dem ich euch erzählt habe. Er hat Shinji und mich vor ein paar Tagen angegriffen und hat Shinji schwer verletzt.« Sei schluckte ein wenig und sah Naruto beinahe panisch an, der den schwarzen Riesen angriff. Allerdings hatten seine Schattendoppelgänger überhaupt keine Chance gegen das Tier und Sasuke biss sich mit seinem Sharingan ebenfalls die Zähne aus. Es war, als würde das Tier überhaupt nicht darauf reagieren, als würden sämtliche Kunai und jede anderen Attacken durch ihn hindurchgehen. Kohai verzog sich in eine Nebenstraße und Sly folgte ihm, ohne zu zögern.
Auch Sei folgte den beiden, aber Kohai sah sie warnend an. Du bleibst hier. Ich will nicht, dass dir was passiert und dieser Kampf wird gefährlich werden. Sorg lieber dafür, dass die Menschen von hier verschwinden. Ein wenig nickte Sei und versuchte, Naruto und Sasuke zur Mithilfe zu bewegen. Sasuke sah sie perplex an. Bitte? Spinnst du? Wir verschwinden doch nicht einfach. Wir müssen irgendwas gegen dieses riesige Monster unternehmen. Und helfen, es anzugreifen, aber wir können doch nicht einfach von hier verschwinden. Sei seufzte leise. Du sollst doch nur helfen, die anderen von hier wegzubringen. Was, wenn denen was passiert? Denkst du eigentlich auch mal weiter als bis zum Mittagessen? Er überlegte einen Moment, doch Naruto nahm ihm die Antwort einfach ab. Sie hat recht, wir müssen dafür sorgen, dass die anderen von hier verschwinden, damit niemandem irgendwas passiert. Kohai und Sly standen mittlerweile als Wölfe da und umkreisten den schwarzen Riesen. Dieser knurrte leise und musste wohl noch überlegen, wer von den beiden nun das schwächere Opfer war. Immerhin hatte er sich bei Shinji ebenfalls das schwächste Mitglied herausgesucht. Doch bei den beiden schien es überhaupt keinen Unterschied zu machen. Sly nahm ihm die Entscheidung ab und warf sich einfach auf den riesigen Wolf und biss sich in seinem Nacken fest. Der Geschmack, den sie dabei im Maul hatte, brachte sie beinahe dazu, ihn wieder loszulassen, denn es war einfach nur widerlich. Kohai hatte inzwischen den Wolf ebenfalls attackiert und hatte ihn an der Seite erwischt, doch mit Leichtigkeit schüttelte das riesige Tier die beiden wieder ab. Wie schon beim ersten Kampf schien es überhaupt keine Schwierigkeiten damit zu haben, die Wölfe in Schach zu halten, auch wenn sie in der Überzahl waren. Sly schmatzte ein wenig und sah Kohai verwirrt an. Was ist das? Ein normaler Wolf ist das auf keinen Fall. Sie wich einem Angriff von dem Biest aus und stellte fest, dass er trotz seiner Größe und seines Gewichtes sehr wendig und schnell war. Seine Körpermasse konnte sich als Gefahr herausstellen und Kohai schaffte es überhaupt nicht, ihr zu antworten. Er wich ebenfalls einem Prankenhieb aus und biss sich dann im Hals ihres Angreifers fest. Wenigstens schien das Tier ihre Angriffe zu spüren, im Gegensatz zu denen der Menschen. Das war auch Sasuke aufgefallen. Und als Sei neben ihm stand und von einem Bein auf das andere hippelte, sah er sie fragend an. Sie war nervös. Und das wegen der beiden Hunde, was die zwei aus seiner Sicht waren, die sich auf das seltsame Vieh gestürzt hatten. Sly ließ Kohai nur für 5 Sekunden alleine kämpfen und warf sich dann mit ihrem gesamten Körpergewicht auf ihren Angreifer. Doch das ließ den nicht einmal taumeln.